Buon cammino, meine Lieben. Heute kommt mein Pilgerlehrling Daniela mit dem Zug in Morges an und wird mit mir zusammen bis nach Guazes mitpilgern. Erste Tipps gibt es für sie schon am Start. So, Tana ist bereit. Und dann hat mein Adlerauge hier vorne schon ein Wanderwegzeichen gespottet. Und was hat Tana gemeint? Dein Adlerauge sieht nur noch Wanderwege. So, Tana ist schon langsam schockiert, dass ich schon wieder mega schnell den Via Jacobi gespottet habe. So, von hier an geht es eigentlich nur noch am Lac Le Mont entlang bis nach Genf. Ja, wir haben gemeint, wir laufen nur am Genfer See. Aber dazu später noch mehr. Tana und ich starten im Park von Morges, wo es einen Aussichtsturm hat, obwohl es eigentlich gar nicht so viel zu sehen gibt. Gell, Dano? Nein, also. Das hätten wir uns sparen können, oder? Fast so ein bisschen karibische Stimmung. So, dann braucht die erste Auszeit. Hat sich hier einen Stuhl geschnappt und schaut ein bisschen in Genfersee raus. Was geht dir durch den Kopf? Schön. Mir reizt es jetzt auch gerade, mein Rucksäckchen zu packen und mich auf den Weg zu machen, auf den Jakobsweg. Bevor Daniela ihre Pilgerreise kann antreten kann, muss sie aber heute noch ein paar Pilgertests bestehen. So, Dana, wo wandern wir weiter? Dort ist der Wegweiser. Schau, sie hat das Adlerauge auch schon. Sie hat schnell gelernt. Und das noch 10 Minuten. Gefühlte 10 Minuten. Hier haben wir eine sehr stylische Fischtreppe, sehr naturbelassen. Also, der Wanderweg geht hier durch und hier hat es irgendwie ein Zeichen. Achtung, Kampfbienen. Hoffen wir, wird jetzt hier nicht gerade attackiert. Dann lebst du noch. Ah ja, hier hat es einen ganzen Haufen. Also, so ganz einfach nur am See nachher geht es nicht. Wir müssen auch noch ein paar Höhenmeter zurücklegen. Aber orientierungsmässig hat dann alles unter Kontrolle. So, wir könnten meinen, wir laufen hier schön durch die Treppberge, aber nein, wir sind gerade neben dem Zuggleis. Dann, wo ist der See? Ich glaube immer noch dort unten, aber schon lange nicht gesehen. Weit weg vom See. Sind wir auch gespannt, ob es noch mal ein See geht. Jetzt laufen wir hier durch Sempre, was wirklich noch ein herziges Städtchen ist. Es hat hier viele ungenutzte Buddies unterwegs. Wir hätten also noch die freie Wahl. Aber es gibt doch einige wirklich super Stücke, wo man direkt am See nachher laufen kann. Die Umwege haben auf unser Pilgergemüt geschlagen. Reben, Wanzen haben also auch noch ihren eigenen Wein im Hintergrund. Und wegen diesen Villen hier unten müssen dann und ich x Schlaufen aufmachen und durchs Quartier laufen. So, hier haben wir die Kille von Alamo und wir schauen jetzt, ob es hier einen Pilgerstempel gibt. Also die Kille in Alamo ist zu, aber für die Pilger hat man hier so ein Kästchen. Das kann man aufmachen und hier innen hat es auch der heiß ersehnte Pilgerstempel. So, wir machen uns bereit für was? Wer sich natürlich ein bisschen mit der Seenot auskennt, würde sofort merken, dass unser Handzeichen nicht ganz optimal ist, weil es würde eigentlich bedeuten, dass wir dringend Hilfe bräuchten und am Ertrinken sind. Mit jedem Umweg, den wir machen mussten, sind die Aggressionen auf die Bonzen gestiegen. Also hier hatten wir mal die ganz grosse Ausnahme. Ein kleines Weg zwischen See und Strasse. Natürlich sieht man nicht, was hinter dem Hag ist,
Aber wenigstens muss man nicht den Strasse nachlaufen. So, da haben wir zwei Leute, die den Eingang der Bonze bewachen. Es macht einem so fast nicht aggro, wenn man so die 150. Schlaufe gemacht hat, gell, Dana? Es nimmt kein Ende. Jakobsweg durchs Bonzenviertel. Wer hätte das die Pilger von hunderten von Jahren gedacht? So, im Wattland mit den strengen oder strengsten Corona-Regeln lobt man sich doch ein Bierfest doch nicht entgegen. Wir werden jetzt gerade in Roll. Ist zu. Dann müssen wir vorne. Und dann hat sich jetzt ihr erster Pilgerstempel redlich verdient. Was hat es denn da noch? Was ist denn das da? Was steht? Buchle Malats für die Kranken. Sind die aber versteckt? Nein, eigentlich nicht. Also, jetzt dein Adlerauge. Jakobsweg-Adlerauge, okay. Dann geht mein Jakobsweg-Adlerauge mal drüber. Also vorne ist sicher nichts. Dort sind abgesperrte Kirchenbüchli. Hier haben wir Desinfektionsmittel. Was hat es denn hier eigentlich noch? Ah, mein Adlerauge. Pelgrim, wichtiges Wort. Pelgrim sind Pilger. Was hat es denn? Der erste für dich. Und dann kommt nichts mehr für ein Zettel. Ah, ist aber gut mit einer coolen mit Pilgerstock und Jakobsmuscheln. Ja, hast du einen von den schönsten verwünscht? Perfekt. Ich habe mir ja im Transa, das ist so ein Outdoor-Laden, bevor ich lospilgert habe, lang und breit erklären lassen, wie man den Rucksack richtig anlegt. Und das Wissen gebe ich jetzt an die neue Pilgerin Daniela und an euch auch weiter. Also zuerst legt man ihn mal an und als allererstes macht man mal den Gurt unten zu. Each seat is provided with a seatbelt. To fasten, push ends together. Tighten seatbelt by pulling loose end. Als zweites tut man gleichzeitig auf der Seite, also hier, und hier beide Laschen gleichzeitig runterziehen. Als drittes lenkt man hinten dran. Und hier hat es, hier hat es eine Lasche, hier und auf dieser Seite. Und jetzt musst du auch wichtig gleichzeitig ziehen, bis es an deinem Rücken perfekt sitzt. Und jetzt machst du die oberste zu. Und du musst sie festziehen, so dass es perfekt sitzt für dich. Ist so gut, bequem. Ja. Und was ich jetzt immer gemacht habe, weil ich ja PET-Fläschchen habe, kannst du gerade so schnell bleiben. Auf der Seite habe ich mir die, kannst du den Arm schnell aufheben, habe ich mir die so reingetan und ich habe sie nie ganz gefüllt. Also so ein bisschen eingequetscht, dass sie sich schön am Rücken anfügen. Aber so, dass man immer gerade Zugriff zum Wasser hat und den Rucksack nicht muss abziehen muss. Das ist relativ wichtig. Du kannst es mal probieren, wieder rein zu tun auf der Seite. Geht eigentlich recht gebig. Also es geht. Die Stöcke dazu, genau. Und jetzt kann sie mal noch die nächsten 7-8 Kilometer mit dem zurücklegen. Buon cammino, Dana. Hungrig und mit neuen Erkenntnissen sind wir in der Herberg angekommen. Danne, wo sind wir da? In der Oberschiene in Gossäs. Ihr habt es gehört, wir sind in der Oberschiene in Gossäs. Nein. Ich kann nicht mehr. Stimmung. Ja. Trink noch mal ein Bier. Prost zusammen. Buon cammino, meine Lieben. Brössli. So, Dana ist heute ein Pilger-Newie. Wie war es für dich? ja, wie war es? Es war lässig, es war aber auch streng.
vor allem so an der Strasse nachher. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe gehofft, wir können alles am See nachlaufen. Ja, da hat Anne noch nicht das gewusst, dass es Bonzen gibt. Genau, es hat ein bisschen viel Bonzen gehabt. Aber sonst war es lässig. Ich kann mir vorstellen, das länger zu machen. Und also, ich konnte jetzt testen, den Rucksack kann ich genau tragen, die Stöcke habe ich ausprobiert. Anne hat jetzt mal den Rucksack gedreht. Viel gelernt über das Pilgern. Sie weiss jetzt, wie man Wanderzeichen spottet, also dass die am Tunnel oder am Pfosten sind. Genau. Sie weiss auch, dass man auf dem Veloweg nicht laufen sollte, weil wir x-mal angehubt worden sind. Weil wir einfach keine Lust haben, einen mega Bogen noch drum herum machen, weil ich eh finde, die Bonzen, die den ganzen Seeweg in Anspruch nehmen. Ja. Ja, das ist einfach für uns in dem Sinn. Kein Platz mehr gehabt, genau. Dass man Pilgerstempel muss suchen in der Kirche. Richtig, das hat sie auch gelernt, aber sie weiss jetzt, dass Pilger Pellerin sind. Und sie weiss jetzt auch, dass Oberschiene Unterkunft heisst. Herbergen, um korrekt. Ah, Herbergen, Entschuldigung, immer noch nicht gelernt. Also, jeder kann Pilger werden, dann heute bewiesen. Ich würde sagen, auf den Buon Camino. Buon Camino. One Prost! Prost!